So, Ernie, hier ist, da ist, hier, Moment, Moment, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ne, hier muss noch weg. Ja, hier muss weg. Das bleibt, das kommt weg. Ach. Da kommt weg. Da kommt weg. Da kommt weg. Da kommt weg. Da kommt. Machen wir Sand hin. Hier machen wir auch Sand hin. Hier drunter machen wir aber. Falls aus irgendwelchen Gründen das irgendwann mal runterstürzen sollte, dann fällt da nicht der ganze Sand runter. So, und hier machen wir auch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Der ganze Boden wird dann mit Sand gefüllt. Da müssen wir nämlich gleich mal schauen. Erstmal machen wir jetzt hier diesen inneren Kram weg, dass wir dann den Boden haben. Der Boden, da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch eine Mischung noch mit Kies. Ja, Kies haben wir jetzt auch wieder ein bisschen. Und schauen wir gleich mal, ne? Upsala, da ist sie hinüber. Ist total spannend, ne? Das ist halt so der Nachteil, wenn man mit so scheiß Werkzeug nur arbeitet. Ah, müssen wir jetzt durch. Haben wir gleich geschafft, dann ist das gut. So, 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 so. So, da hauen wir dann mit den Fingern drauf, weil eine Schaufel da so, obwohl. Schaufel bringt zwar nicht richtig was, aber ich glaube, so ganz, ganz minimal schneller ist sie dann schon. Aber vor allen Dingen, Schaufel ist halt, oh, gehört halt mit dazu zum Werkzeug. Ja, also ein ganz kleines bisschen schneller geht, sondern wirklich doll ist es nicht, aber das ist schon okay. Da muss ich ganz kurz mal hier eben. Kann man jetzt echt von da bis nach da hinten hingucken? Das war vorhin nicht so richtig geladen, oder? Also irgendwie haut das mit der Sichtweite noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. So sollte es eigentlich immer von der Sichtweite her sein. Das wäre optimal. Der Rechner kann es ja und von daher schaue ich mir mal an irgendwann, wenn ich Zeit habe. Beziehungsweise Lust habe oder wie auch immer irgendwas habe. So. Da kommt überall vernünftig was hin. Dahin, 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 dahin. So, Sand drauf. Ja, so langsam wird's, ne? So langsam wird's. So, da wo es so richtig runterprasselt, ich glaube, da kann man dann auch Stein lassen. Der Sand ist dann nämlich weggespült worden schon. Und der ist halt einfach. Da ist halt einfach der Sand weg. Ja, weil da das Wasser darunter fließt und unter und drunter dann alles irgendwie weggedrückt wird und so. Also, so wie das geologisch auf jeden Fall funktioniert. Ja.
Nur da ist halt so. Da geht's auch senkrecht runter. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann da mit dem Runtergehen gleich machen. Erstmal haben wir hier jetzt alles weg. So. Zack, 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 zack. Da. 2, 2, 2, 2. Dam, 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 dam. Und hier. So. Hier und hier. Und hier können wir dann einmal komplett machen. Das ist einfach jetzt hier. So. 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 Dup, 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 dup. So, da, 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 da. So, da, 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 da. So, da, 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 da. So, okay, also, hier überall Sand, das ist soweit okay. Was ist denn hier eigentlich? Ach ja, hier war ja, dass es dann so rumgeht. Genau, dann geht es hier nämlich runter. Hier muss ich mal gucken, was wir hier noch machen, weil das sollte so natürlich nicht bleiben. Vielleicht machen wir da einfach Erde hin. Dann müssen wir mal schauen. Oh, muss man nicht so sein. Hier, Fackeln. Erstmal überall Licht machen. So. 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 Ja, da muss jetzt nämlich, da kommt überall doch, das machen wir mal. Da kommt nämlich jetzt überall dann auch Sand drauf. Also auf diese Fläche hier kommt Sand überall drauf. Hier drunter machen wir das hier aus Sand. Da kommt dann, na, gucken wir gleich mal. Erstmal machen wir jetzt hier diese Fläche aus Sand, beziehungsweise fangen wir hier an damit. Upsala, da ist sie schon wieder hin. Da, da, da. Ja, ich glaube, das passt. Hier machen wir mal nochmal ab hier. Sieht das aus oder sieht das nicht aus? So war das, ne? Doch, das lassen wir so. Ja. Da ist die Fackel wieder weg. Egal. Ei, da ist der Mond gleich weg. Es geht schnell. So. Pock. Pock. Dahin. Da, 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 da. Dann, 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 dann. So, 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1. Na, könnte vielleicht sogar aufgehen mit dem Sand. So, und hier haben wir dann 1, 2. 1, ups, 2. So, da haben wir nämlich den Rand schon mal da. Dann machen wir genau nämlich wie hier. Na, hier ist der Absatz. Von unten nach oben hier ist alles voller Sand. Weil der sich da absetzt und das geologisch so völlig richtig ist. Und dann machen wir hier genauso, ne? Von hier unten, vom Absatz hier rauf, überall Sand. Das heißt, hier machen wir mal eben ganz kurz als Begrenzung Sand. So. Dann haben wir nämlich hier drunter können wir eigentlich auch Sand machen, oder? Ja, ich glaube, das ist okay so. Hier, wie gesagt, da ist so die Sprudelquelle drunter, die fließt hier runter und verteilt sich hier unten. Da ist halt weniger Sand. So.
Und das ziehen wir aber hier bis Ende durch. Ich glaube, das passt. So. Okay, dann machen wir hier. Machen wir mit Kies weiter. Moment. Wir haben ja einen Hammer. Spart ein bisschen Zeit. Ist, glaube ich, gar nicht so blöd, die Idee. Ah ja, war bei Werkzeug, ne? Werkzeug. Da haben wir den Hammer. Och. So. Hoppa. Da. Das ist ja wohl der Hammer hier. Pau, pau, pau. So. Mach das Ganze ein bisschen einfacher. Plock. So, dann machen wir nämlich hier genauso, wie wir es beim Sand gemacht haben, machen wir es mit dem Kies hier. Ah, scheiße. Spart uns leider doch keine Zeit. Es ging ja nicht. Aber wir benutzen den Kies dann für was anderes irgendwann mal. Machen wir hier erstmal überall Kobbel rein. Hier dann eigentlich ja nicht, ne? Egal. Kies ist ein bisschen schwerer. So. Machen wir dann hier auch, ich glaube. Oh ja. Machen wir hier auch überall Kies hin. So. Das ist so ein bisschen verteiltes. Hallo, Schaf. So, eigentlich könnten wir hier drunter dann ja auch. Ja, hier machen wir Kies hin. Und da oben machen wir den Sand wieder rein. So. Kies. So. Dann machen wir hier die Fläche Kies. Obwohl, nee, vielleicht können wir es sogar so lassen tatsächlich. Ich glaube, wir lassen das so. Die Fackel kann schon mal weg. Ja, wir lassen das so. So, aber hier kommt noch Sand rein. Hatte ich nicht noch irgendwie? Nochmal nach Hause. Kann sich nur um Stunden handeln, wenn ich einen See baue. Ja. Moment schon mal. So. Holzzeug wollte ich gucken, ne? Weil wir da noch ein bisschen Holz brauchen. Aber viel brauchen wir nicht mehr. Wir sind, was zumindest das Bauen des Untergrundes angeht, auf der Zielgeraden. Wir werden auf jeden Fall noch Schaufeln brauchen. Machen wir erstmal so. Machen wir mal so. Und wenn wir eh gerade dabei sind, immer ein bisschen Holz mit, dann haben wir noch ein bisschen Möglichkeit, auch wieder was zu machen, wenn wir vor Ort sind und nicht erst irgendwie hier hinlaufen müssen. So. So ist schön.
Dann hier einmal wegmachen, weil hier ja aufgefüllt wird mit Sand. Klopf, 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 klopf. So. So. So ist fein. Jetzt wollen wir doch mal gucken, die Schaufel können wir eigentlich direkt mal benutzen hier für den Scheiß. Ah, Kies, 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 Kies. So. Einmal rum. Dann machen wir unten gleich auch jede rein. Beziehungsweise, na, ist eh nicht nötig, aber irgendwas muss ja drunter. Ja. Füllen wir mit Kobbel auf, da kriegen wir eh immer genug von. So. Weiter geht's. Bei der Gelegenheit. Moment schon mal. Bei der Gelegenheit. Da machen wir mal. Jojo, von hier. Ja. Machen wir nämlich mal einen Screenshot davon. Da ist gerade die Kuh geplatzt. So, zack. Ja. Haben wir was fürs Thumbnail. So, passt. Wir bauen uns einen See oder so. Dup, 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 dup. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Dum, 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 dum. Klopf, 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 klopf. Ich glaube, das schneide ich auch mal eben ganz kurz. So, da bin ich wieder da. Es hat natürlich nicht gereicht. Ich muss da noch mal ein bisschen Sand holen. Machen wir eben den letzten Rest hier noch zu. So. Zack, 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 zack. So. Sand haben wir jetzt auch erstmal wieder ausreichend und Schaufeln musste ich nochmal neu machen und dann haben wir eigentlich alles, was wir jetzt so benötigen für ja, den See. Ich überlege gerade, ich glaube, hier könnten wir eigentlich nochmal zumachen mit irgendwas, das auffällig ist. Moment. Machen wir hier mal. Ging das nicht mal so? Wie ging das denn? Ging das so? Ja. Machen wir einen Kompress-Cobblestone, scheißegal. Zack. Mir geht's nur darum, dass man unterscheiden kann, was nachher noch weg muss. Ja. So, du, 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 du. Hier einmal kurz die Fackeln weg. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich gleich noch auffüllen. Beziehungsweise, wir wollten ja hier nochmal gucken, was wir hier nochmal von die Umrandung machen. Ich glaube, da kommt Erde rein. Ja, ich glaube, das ist mit Erde schon okay. Habe ich genug Erde dabei? Nee. Ja, gleich nochmal in den Keller gehen, nochmal Erde holen. Ja, und dann machen wir hier einmal ringsum. Schön Erde. Beziehungsweise hier müssen wir gucken. Bis wo machen wir denn das mit der Erde? Zu gerade wollte ich es nur auch nicht haben. Ich glaube, hier machen wir noch Erde rein. Hier machen wir noch Erde rein. Und von der anderen Seite. Oh, ein bisschen strecken, kurz mal. Ja. Ah, so. Stuhl ist doch, wenn man ganz lange drauf sitzt, ein bisschen hart. und hier machen wir nämlich von da, von hier, von hier, von hier. Von hier machen wir dann. Ja,
Ich glaube, das. Hallo Schaf. Ich glaube, das geht so. Doch, das geht so. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob man hier eventuell noch was wegmachen könnte, aber. Na, das passt schon. Das ist okay so. Machen wir hier erstmal das bisschen Erde, was wir haben, rein. So. 25 wird wahrscheinlich sowieso nicht reichen. So, blöden Kies hier weg. Es soll ja mit 0,5 eventuell ein Pflanzentyp kommen, den man dann irgendwie unter Wasser pflanzen kann, ohne dass er da so komisch Texturen sage ich, dass die Notes da irgendwie so dann Luft haben und dass dann da eben so das Wasser drumherum fließt. Ich bin mal gespannt, weil dann kann man nämlich hier das Ganze noch so ein bisschen mit ja, Wasserpflanzen verändern hier, dass das nicht so ganz gleichmäßig glatt gerade ist alles, sondern dass dann da irgendwie hier was wächst oder hier so an den Ecken so ein bisschen was ist. Das müsste man dann schauen, wenn es dann irgendwann rauskommt. Vorerst wird es ja keine 0,5 geben. Das wird noch ein bisschen dauern. Genauen Zeitpunkt gibt es halt leider noch nicht, aber irgendwann, wenn es kommt, kommt es. So, und ich sehe gerade, Erde hatte doch gereicht. Ja? Trotzdem brauchen wir jetzt noch relativ viel Erde, weil wir das ja alles noch einmal abdecken müssen mit Erde. Beziehungsweise zum Teil abdecken müssen, weil hier ist ja, da ist hier, na, also das hier, das wäre eben die Fläche, auf der dann das Wasser ausgegossen wird. Das heißt, wir müssen hier einmal alles komplett zumachen, dass wir alles auf einer Fläche haben und dann ja, gießen wir das Wasser dann aus da drauf. Dazu gucke ich mal ganz kurz was nach. Ups, ah, einen noch. Weil wir ja Erde brauchen. Erde ist halt das Einfachste, man kann es mit der Hand weghauen im Zweifelsfall, das geht am schnellsten. Cobblestone wäre halt zu teuer, weil da dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen drauf gehen. Erde haben wir auf jeden Fall ausreichend. So. Den Cobblestone, den schmeißen wir mal in die Cobblekiste. Den brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. So. Zack, da ist die Kiste wieder zu. Und dann. Ja, scheiße, wir brauchen den Eimer. Ja. Also, wenn man es ganz genau nimmt, könnten wir eigentlich mit zwei Eimern anfangen. So müssen wir halt kurz einfach einmal mehr laufen. Dann machen wir uns da oben kurz einen Brunnen und dann geht das dann auch. Aber erstmal füllen wir das Ganze jetzt nämlich schön mit Erde auf. Also zumindest die Ebene darunter bleibt alles wie es ist. Und den Rest füllen wir auf mit Erde und dann gucken wir gleich mal. Ich denke mal, nochmal schneiden will ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, wir machen das kurz im Zeitraffer. So, haben wir alles wieder zugeschüttet jetzt. Jetzt kommt das Wasser natürlich drauf. Da holen wir uns mal kurz welches. Was ist hier eigentlich für ein Loch? Wo geht's denn da eigentlich hin? Das ist einfach nur so ein Loch. Machen wir mal zu. Entschuldigung. So. Wasser, 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 Wasser. Hier unten Wasser, 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 Wasser. Einmal. Wir brauchen halt einfach kurz einen unendlichen Brunnen, zumindest für das erste, beziehungsweise drei. Ne, brauchen wir doch nicht. Machen wir einmal hier hin. Dann haben wir nämlich auch gleich schon mal ein bisschen Wasser gesetzt. Und einmal die Nummer zwei. Ne, kommen wir glaube ich auch so wieder hin. Oh, ja, hier muss auch noch fertig gebaut werden. Das machen wir dann, wenn wir uns den Wasserfall darunter ziehen. So.
So. So. Einmal hier hin. Jetzt haben wir nämlich hier zwischen einmal Wasser. Und dann müssen wir auffüllen. Ist jetzt natürlich blöd, dass es genau jetzt Nacht wird. Wir warten das ganz kurz mal ab, würde ich sagen. Und ich gucke derweil mal ganz kurz was nach. Ja, bis gleich. Jo, genau im richtigen Moment wiedergekommen. Sonne geht wieder auf und wir bauen hier einfach direkt mal ganz kurz weiter. Ja, zack. Das wollte ich halt doch schon ganz gerne bei Tageslicht machen. Einfach weil es ein bisschen ja, einfacher ist zu sehen, wo sich das Wasser noch bewegt und wo nicht. Na, weil das sollte natürlich dann alles nachher ruhiges, stehendes Wasser sein. Außer natürlich nach hinten beim Wasserfall, aber erstmal so die Hauptfläche vom See sollte schon ruhig sein. Das ist halt das Schöne, das Wasser macht es halt zum großen Teil automatisch. Wir setzen es halt einfach rein und das breitet sich dann aus. Ist halt ganz einfach. Und wenn sich dann gleich ausgebreitet hat, gehen wir nochmal rüber mit der Schaufel und hauen die gesetzte Erde einfach alles wieder weg. Und dann ja, haben wir eine Wasserfläche. Ja, warum verbindet sich das jetzt hier nicht? So, jetzt aber geht doch. Ja. Ja. So. 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 So, dann sind wir gleich einmal rum. Ja. Na, man sieht aber schon, man muss nicht alles komplett händisch ausfüllen, sondern wirklich nur das Wasser so setzen, dass es sich verbindet, beziehungsweise eben ja, eine Quelle ergibt und dann passt das dann schon. So. Hier auch nochmal rein. Man sieht so die ganze Fläche bis da hinten, das geht alles automatisch. Ja. Da rein. Nur die Ecken, da muss man immer einmal auffüllen. So, da rein, da rein, da rein. Dahin, dahin, dahin. Ah, hier vielleicht auch nochmal hin. So. Dahin. Da. da drüben. Oh. Ja. So. Die Ecken einmal zu. Und das war's. Der See ist, zumindest was die Wasserfläche angeht, glaube ich, da hinten auch, ne? Ja, der See ist soweit fertig. Jetzt muss man natürlich gucken, mit der Schaufel. Das wird wahrscheinlich, oder definitiv nicht reichen. Verdammt, ich habe keinen Cobblestone mehr, aber egal. Jetzt hauen wir nämlich hier die ganze Erde einfach wieder raus. Und dadurch, dass das Wasser dann runterfließt von dem Quellblock aus, geht es nach unten. Ich weiß gar nicht, ob sich so unten dann irgendwie automatisch zu weiteren Quellen verbindet mit dem anderen Wasser, was dann da noch kommt. Keine Ahnung. Ist auch nicht weiter tragisch. Es sieht wie eine glatte Fläche aus. Und man sieht, geht das Abbauen per Hand genauso schnell. So, zack, 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 zack. Den ganzen Kram wieder einsammeln hier. Und da das genauso schnell ist wie bauen, machen wir das auch im Zeitraffer. So, da haben wir es dann auch gleich geschafft. Zack, 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 zack. Pling, fertig. Ja, damit haben wir jetzt einen See geschaffen. Hier muss man kurz noch mal was einsammeln. Na, der ist halt jetzt, ja, See halt, ne? Ja. Also, wir haben hier so ein bisschen Uferbereich. Vielleicht kann man hier den Strand so ein bisschen ausweiten, nur dass man dann hier irgendwie
ja, so ein bisschen Sand auch hier oben noch drauf hat. Ich weiß nicht, ob ich komplett jetzt drumherum einmal Sand mache. Ich glaube, das sieht ein bisschen scheiße aus. Hier hinten, da müssen wir mal gucken, ne, wenn es dann hier runter runterrieselt hier aus der Quelle. Na, dass das dann hier runterfließt. Und dann geht das Wasser hier runter. Wird ein bisschen verwirbelt, nimmt ein bisschen was mit, drückt sich hier wieder hoch, verteilt sich hier schön gleichmäßig. Ja, und fließt dann so langsam hier hinten. Ja, so, hier. Und fließt dann hier wieder runter. Wir können ja mal spaßeshalber mal gucken. Ah, scheiße, da brauche ich besseres Werkzeug für, ne? Verdammt, kann man nicht gucken. Ich habe auch kein besseres. Kann man hier vielleicht wieder normal Cobblestone draus hauen? Nein. Okay, wir gucken jetzt nicht nach, sondern wir betrügen einfach mal ein kleines bisschen. Es würde ja hier irgendwie... Hier. Ah, scheiße. Nee. Also... So sollte es im Idealfall natürlich nicht funktionieren. Wir müssen mal gucken, dass wir das noch so ein bisschen begrenzen, das Wasser. Dass es hier wirklich gerade und gleichmäßig runterfließt. Und ich gehe mal davon aus, wenn das dann an der richtigen Stelle hier oben rausfließt, verhält es sich auch nochmal ein ganz kleines bisschen anders. Ne? Aber wo ist denn jetzt hier die Quelle? Wo ist denn hier die Wasserquelle? Hallo, Wasserquelle. Wasserquelle. Hm? Wasserquelle. Hä? Nee? Da ist die Quelle, okay. So, also wie gesagt, ne? Hier müssen wir mal gucken, dass wir das noch so machen, dass das dann vernünftig abfließt. Weil so ist halt doch ziemlich scheiße. Das wird jetzt hier sich wahrscheinlich dann wieder... Ja, es wird sich da dann wieder normalisieren gleich. Aua, aua. Es war halt rohes Fleisch, das ist halt nicht so ganz gesund. So, wir haben einen See gebaut. Hat auch nur 2 Stunden gedauert bis jetzt. Mit Schnitten wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weniger und Zeitraffer nimmt auch nochmal ein bisschen was weg. Aber in reine Bauzeit, so mit allem drum und dran bis zu diesem Zeitpunkt, sind jetzt 2 Stunden und, naja, 1 Minute. So, wir gehen nochmal ganz kurz rauf. Gucken wir mal, was wir gemacht haben hier überhaupt, diese... Vielleicht 2 Folgen. Ich finde, kann sich sehen lassen. Ja, also wie gesagt, hier ist natürlich noch alles sehr unbearbeitet. Kann man vielleicht hier noch ein paar Häuschen hinbauen. Aber das kommt alles noch, ne? Diesen komischen Küstenwanderweg, den wollen wir ja auch noch ziehen. Beziehungsweise habe ich beschlossen, dass wir den ziehen. Der See in sich geschlossen, logisch. Geologisch wahrscheinlich völliger Nonsens. Aber hat Spaß gebracht. Und ich glaube, damit soll es dann für diese Woche auch gewesen sein. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschö!